Hallo, ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Live heute, zu einem Expertentalk, bei dem es heute darum geht, Erziehen ohne Schimpfen. Geht das überhaupt? Ob das geht und wenn ja, wie das geht, das beantworte gar nicht ich heute, denn ich bin total dankbar, dass ich heute eine Expertin an meiner Seite habe, die liebe Katja Zenz. Ist Expertin für gefühlsstarke, hochsensible Kinder. All das, was uns Eltern so sehr herausfordert, damit kennt sich Katja wunderbar aus und gibt uns heute ganz viele Tipps, wie wir das schaffen können, ohne Schimpfen miteinander sein zu können, als Familie und vielleicht auch noch in anderen Kontexten. Ich bin gespannt, wir werden sie heute befragen. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Katja. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Hallo. Hallo Katja, ich freue mich super, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich glaube, du musst mich noch kurz eben auf Instagram mit dazu nehmen, gell? Genau, richtig. Bist du schon, hast du uns da schon gefunden? Ah, ja, ich habe dich gerade noch zweimal drauf vom Ton her. Muss ich mal gucken, wie ich das einstelle. Naja, ansonsten habe ich halt einen Ohrwurm. Ich hoffe, das kriege ich hin. Okay, können ja nochmal, genau. Ich höre dich jetzt einmal, also das passt. Genau, ich höre. Das ändert sich gleich, wenn du bei Insta mit drin bist. Ich sehe dich schon, auch bei Insta bist du ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Katja. Und genau, auf Facebook, wer schon live dabei ist, vielleicht mögt ihr uns einmal kurz sagen, ob das passt mit dem Ton, ob ihr uns gut hören könnt. Sehr, sehr schön. Genau. Ja, willkommen, liebe Katja. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Du bist ja eine sehr, sehr geschätzte Kollegin von mir und wir masterminden total gerne. Und ich freue mich total, dass du hier dein Know-how, dein Wissen hier mit uns teilst heute. Denn ich sitze heute nicht nur als Coach hier, sondern auch als Mama von zwei Kindern und weiß, wie das so ist mit dem Schimpfen oder Nicht-Schimpfen. Wie kriegen wir es hin und wie kriegen wir es manchmal auch so überhaupt gar nicht hin? Und ganz, ganz spannend ist natürlich, welche Alternativen gibt es überhaupt? Und Wir haben es ja ein bisschen provokativ genannt, ist ein Leben ohne Schimpfen, ist das möglich? Und ich weiß, Katja, das muss man auch dazu sagen, Katja ist auch eine sehr erfahrene Mama, die kennt auch die Mama-Sicht total. Wie magst du einmal aus deiner Mama-Sicht teilen? Geht ein Leben ohne Schimpfen? Geht das? Also ich finde... Ohne Schimpfen, das haut auf keinen Fall hin, sondern ich denke, wir sollten einfach dahin kommen, dass wir, ich muss mal kurz gucken, ich höre mich einfach zu laut doppelt. Ich mache mich hier mal leiser. So, ich hoffe, der Ton geht dann noch. Okay, nein, also ich stelle mich überhaupt erstmal kurz vor. Also ich bin Katja Zenz aus München, ich bin Bindungsbegabungs- und Entwicklungspädagogin und ich habe selber drei Kinder und meine eine Tochter, oh, jetzt bin ich auf Instagram rausgeflogen. Okay, gut. Ich habe drei Kinder. Meine zwei Kinder sind in der Pubertät. Eine Tochter ist erwachsen und die hat auch schon drei Kinder. Das heißt, ich bin auch schon dreifache Oma. Das heißt, ich bin wirklich Experte mit Real-Life-Erfahrung und ich kann sagen, ohne Schimpfen, nein, das ist total illusorisch und da sollten wir auch erst gar nicht anfangen. Was ich ganz gut finde, ist den Ansatz zu haben, weniger zu schimpfen. Das ist meine Richtung, wo wir einfach mal eine Tendenz hinhaben können. Und ich glaube, es geht auch gar nicht, dass wir uns irgendwie vornehmen, dass wir ein komplett konfliktfreies Leben irgendwie gestalten, weil das wird in keiner Art und Weise funktionieren. Und ich denke, auch da ist es wichtig, dass wir den Kindern auch einfach vorleben, wie man mit Konflikten umgeht. Und es ist auch in Ordnung, wenn wir mal vielleicht mal kurz laut werden oder sowas. Natürlich sollten wir uns dessen bewusst sein, was das in den Kindern auslöst, dass es sie unglaublich verletzt, dass es auch in vielen Punkten die Bindung auseinanderreißt. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Nur solche Dinge werden passieren. Es wird passieren, dass wir auch mal laut werden. Und dann geht es eben auch darum, wie wir dann damit umgehen. Das heißt, der eine Ansatz ist, dass wir uns erstmal in die Richtung bewegen, dass wir weniger schimpfen. Und der zweite Weg ist dann, wenn es uns doch passiert ist, was können wir dann machen, damit wir mit den Kindern einfach wieder in eine gute Bindung zurückkommen? Denn das ist das, was es eigentlich wirklich braucht. Ganz, ganz spannend. Also ich übersetze mal für Insta. Du kannst ja einmal schauen, Katja, ob du bei Insta noch einmal wieder reinkommst. Ich übersetze mal eben für Instagram. Die Moral von der Geschichte ist, ganz ohne Schimpfen wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber es kommt eher aufs Wie an, wenn ich dich richtig verstehe. Und vor allem, was ist danach? Wie kommen wir dann wieder zueinander? Wenn uns die Hutschnur geplatzt ist, bleibt es so stehen. Da werden wir dich gleich noch ausquetschen. Okay, gut, jetzt sehe ich gerade. Dann schaue ich nochmal, ob ich da jetzt wieder in die Anfrage reinkomme. Probier mal einmal, ob du nochmal wieder bei Instagram reinkommst.
Nee, ich habe hier Anfrage gesendet. Genau, kannst du noch mal senden? Ja, habe ich schon ein paar Mal versucht. Ich versuche noch mal. Kann ich dich einladen? Warte. Kann dir hier nur winken, ich kann dich hier nicht einladen, warte. Gäste So. Mach's einladen. mal kurz zu und dann mache ich es noch mal auf. Vielleicht geht's dann, wenn ich es neu starte. Also wir machen kurz hier Umbaupause. Umbaupause. Danke für eure Geduld, ihr Lieben. Dranbleiben lohnt sich aber, versprochen. Anfrage senden. So, jetzt Ja. müsste es raus sein. Nehme Yes, ich die da bin Brille ich. wieder unter, dass man uns auch wieder auseinanderhalten kann. Ja. Da bist du. Genau. Jetzt sollte es wieder losgehen. Jetzt sollte es klappen, genau. Alle, die bei Insta sind, sagen mal Bescheid oder gebt mal einen Daumen hoch, ein Herzchen, ob es geklappt hat. Also ich sehe mich wieder bei Instagram. Perfekt, sehr, sehr schön. Sind die Sachen, die Okay. live sind. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil so wie jetzt hier manches nicht funktioniert, so geht es uns ja auch im Alltag mit den Kindern, dass ständig irgendwelche Dinge nicht funktionieren, das, was wir uns vornehmen, klappt halt nicht. Und was in so einem Moment passiert, dafür bist du ja die Expertin, die Gelassenheit-Expertin, ja, oh, wir werden dann nervös und wie macht man das? Und das sind ja auch meistens die Momente, wo wir einfach hochgehen. Ja. Und das passiert eben einfach. Und in so einem Moment entspannt seine Gelassenheit. Ich sage, das bist du die Expertin dafür, ja? Und ich bin die Expertin dafür, wie du mit dem Kind umgehen kannst, wie du da einfach verschiedene Ansätze machen kannst. Soll ich einfach mal quatschen? Oder willst du eine Ja. konkrete Frage Hau stellen? mal raus. Ich habe auch Fragen gesammelt, aber fang erst mal an. Die machen wir zum Schluss, weil vielleicht beantworten sich einige auf dem Weg. Genau, leg mal los. Okay, also was so das Allerwichtigste ist, es gibt ein ganz, ganz schönes, eine ganz schöne Geschichte oh, Gandhi, glaube ich. Das merken wir ja den Namen immer nicht, ja. Und da ist halt so eine Geschichte darüber, warum Menschen sich im Streit anbrüllen. Und das kennst du vielleicht auch von dir, ja. Wenn du mit deinen Kindern total liebevoll bist, dann säuselst du ihnen ins Ohr und bist ganz lieb zu ihnen. Und, oh, Mausi, Bausi, komm mal her, mein Schatzi und so. Und dann reden wir ganz leise mit ihnen, ja. Und manchmal sogar auf die Entfernung, denn dein Kind ist vielleicht am anderen Ende vom Raum oder so. Und du machst so, ja, dann schickst du ganz leise. Schickst du was rüber. Aber sobald wir in Streit und in Wut kommen, werden wir laut. Und dann brüllen wir, obwohl wir vielleicht so nah voreinander stehen. Und da gibt es eben, Gandhi hat da was Schönes gesagt, wir sprechen immer so laut, wie die Entfernung zwischen unseren Herzen ist. Wie die Entfernung zwischen unseren Herzen ist. Und genau das ist der große Unterschied. Weil wenn ich mich mit meinem Kind gerade richtig gut verstehe, dann kann es ganz weit weg sein und es reicht, dass ich einfach was rüberschicke, ganz leise, fast ohne Worte. Und wenn sich unsere Herzen gerade getrennt haben, dann reden wir ganz laut, weil wir einfach hoffen, das zu überbrücken. Ich bin leider schon wieder rausgeflogen auf Instagram. Tatsächlich, vielleicht laden wir euch von Insta. Wer bei Facebook ist, mag vielleicht auf der katja.workfamilybalance Facebook-Seite vorbeischauen. Genau, oder wir versuchen das ansonsten nachher auch hochzuladen auf Insta. Ja, Genau. wir Wir geben machen uns auf das da jeden jetzt Fall unser mal Bestes. aus und genau, Genau. ja. Kann sein, dass ich jetzt wieder drin bin. Okay, gut. Und das ist genau das, was es als erstes mal ganz. Nee, hier steht Live-Video beendet. Hast du Ja, ausgemacht? wir machen jetzt auf Facebook und wir teilen das nachher. Okay, gut, dann. Okay, dann stelle ich das Handy Eins. zur Seite. Da kann ich mich jetzt hier auf eins konzentrieren. Genau. Okay, gut. Also, es ist so, dass es immer darum geht, wie weit sind unsere Herzen voneinander entfernt. Das, was ganz wichtig braucht, ist, wie bin ich gerade in Bindung mit dem anderen? Wie bin ich gerade mit ihm verbunden? Und das ist sozusagen das Erste, was ich machen muss. Und wenn wir uns unsere Entwicklung, unsere Erziehung anschauen, die mit unseren Kindern ist, was wir ganz häufig machen, dass wenn wir mit irgendwas erbost sind, ja, dann gehen wir in Trennung. Dann sagen wir, so will ich nicht und das mag ich nicht, ja. So wie jetzt, ne? Wir haben es jetzt ein paar Mal versucht mit Instagram und jetzt klappt das nicht und jetzt kappen wir die Verbindung. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was wir mit unseren Kindern in solchen Momenten machen. Wenn wir zum 500.000. Mal was gesagt haben und es klappt nicht, dann kappen wir die Verbindung. Dann sind unsere Herzen noch weiter entfernt und dann müssen wir darüber hinwegbrüllen. Aber in dem Moment, wo ich laut werde, kappen wir die Bindung noch mehr.
Das heißt, das ist so ein selbstbeschleunigender Prozess und das ist so das Erste, was immer passiert. Und wenn wir uns dem einfach bewusst werden, wenn wir uns das selber einfach für uns wahrnehmen und das einfach im Hinterkopf behalten, okay, ich spreche immer in der Lautstärke, wie unsere Herzen gerade voneinander entfernt sind, weiß ich auch genau eigentlich, was es braucht, damit ich mit dem Schimpfen aufhören kann. Ich muss die Herzen wieder zusammenbringen. Super schönes Bild, ja. Okay, warte. Jetzt höre ich dich gerade nicht. Okay. Okay, jetzt höre ich dich wieder. Okay, gut. Ja, perfekt. Ich finde das Bild total schön. Ich liebe es ja, mit Bildern zu arbeiten. Ich finde das Bild so von Herzen sind entfernt und wir können uns ja dann auch bewusst entscheiden. Darauf kommen wir gleich noch, weil da habe ich noch ein paar Fragen zu, wie bewusst wir da wirklich sein können. Gehe ich jetzt in die Trennung oder schaue ich, wo kann ich in Verbindung gehen? Also das scheint ja der Unterschied zu sein, ob ich jetzt schimpfe, wie laut werde ich, weil wie weit sind unsere Herzen gerade entfernt tatsächlich? Und ich finde das nochmal ganz spannend. Vielleicht magst du da nochmal was mitgeben, denn das kenne ich als Mama und die Frage habe ich im Coaching oft bekommen und hat mich jetzt auch einmal im Vorwege zu unserem Interview hier erreicht. Die Frage ist, wir machen uns ja, glaube ich, alle gut Gedanken, wie wir mit unserem Kind sein wollen. Und uns ist es nicht egal, wie unser Kind aufwächst. Und wir haben auch wahrscheinlich alle schon mal was von Bindung gehört und Bedürfnisorientierung gehört und wie wichtig es ist, zuzuhören und angemessen zu reagieren und angemessen in Interaktion zu sein. Und trotzdem gelingt es uns ja oft nicht. Und obwohl wir es vom Kopf her wissen, gelingt es uns oft nicht. Wie kann man das verstehen? Also wie kann man es verstehen, dass es manchmal ja vielleicht doch gelingt, wenn wir die Kurve kriegen, so, dass es bestimmte Momente, Tageszeiten, Situationen gibt, kann man da was sagen, dann klappt es besser und unter diesen Gegebenheiten ist es eh schwieriger, da darfst du nachsichtig sein oder da darfst du irgendwie besser aufpassen oder so? Also der eine Aspekt ist natürlich ganz klar, wir verlangen ganz häufig von Kindern Sachen, die würden wir nicht mal von uns verlangen. Zum Beispiel, wenn deine Freundin kommt zu Besuch, ja, und sie kommt rein und das Erste, was du sagst, hey, super, dass du da bist, komm her, gib mir deine Jacke, komm, deine Schuhe stelle ich hier in den Schrank, ich hänge dir deine Jacke auf, ach, komm erstmal in die Küche, ich mache dir erstmal einen Kaffee, Mensch, ich habe hier noch ein Stück Kuchen, ne, und dann verwöhnst du deine Freundin erstmal, wenn sie danach dann irgendwie die Kaffeetasse in die Küche bringen will, sagst du, komm, gib her, bring doch ich in die Küche, ja, 10 Minuten später kommt dein Kind nach Hause. Stell deine Schuhe hin, häng deine Jacke auf. Du willst wir haben alle ja, mach dir ein. Du weißt doch, wie das funktioniert. Steht schon wieder dein Kakaobecher hier rum, ja? Nee. Der Kuchen, der ist nicht für dich, den habe ich für Papa gekauft. Also das sind häufig so Sachen. Und alleine mal uns selber zuzuhören dabei. Man kann wirklich auch ab und zu mal das Smartphone hinstellen und sich selber einfach mal zuhören, wie wir mit den Kindern reden. Das nächste ist, dass wir von den Kindern ganz, ganz häufig unglaublich viel verlangen. Und auch hier ist wieder so wichtig, wir müssen die Bindung aktivieren. Ich nehme mal wieder auch ein Beispiel, wo uns das total klar ist. Wenn mein Mann morgens aufsteht, braucht er eine ganze Zeit lang, bis der wach wird. Und wenn, bevor der irgendwie erstmal in Ruhe langsam wach geworden ist und ich bin vielleicht angenommen, ich bin eine Stunde früher aufgestanden, ich bin schon so voll in meinem Tag drin, ich habe schon überlegt, ah, das steht heute an, das hätte ich jetzt heute Lust. Ja, nehmen wir mal so einen typischen Samstagmorgen, ne? Hier Wertstoffhof, Rasenmähen, Straße fegen, so, ne? Und dann kommt mein Mann so aus dem Bett und ich so, ha, gut, dass du jetzt wach bist. Wertstoffhof, Rasenmähen. Ja, lass das. Ja. Dann ja, hat er schon keinen Bock mehr von Anfang an. Wenn ich allerdings erst mit ihm gemütlich sage, komm, ne, wir fangen den Tag erstmal schön an und ich merke auch, er ist jetzt wirklich aufgewacht und wir haben auch unsere Bindung wieder aktiviert. Weil auch mit jedem Menschen, wenn wir, ja, was hast du jetzt vorhin gemacht, als dieses Video anging? Du hast die Leute erstmal begrüßt. Du hast erstmal begrüßt und hast ein bisschen Matchmaking gemacht, hast die Leute abgeholt, wo sie stehen. Und die Kinder kommen kaum rein, schon fangen wir an, ihnen lange To-Do-Listen zu geben. Und wenn sie dann schon mit dem Hund rausgehen, sagen wir, ach, wenn du schon mit dem Hund rausgehst, dann bring doch bitte noch die Flaschen weg und ach, dann bist du sowieso schon vorne an der Ecke, geh doch bitte noch schnell beim Waschcenter vorbei und hol die Hemden vom Papa ab oder so. Ja? Also, wir verlangen häufig länger. Wir verlangen häufig viel zu viel, ja. Mhm.
Und da sind so ganz viele Aspekte. Und da ist es wirklich total interessant, mal aufzunehmen, was man eigentlich alles macht. Dann ist es so, dass es häufig auch unsere Punkte triggert. Ja, mein Kind macht irgendwas und es triggert etwas in mir. Und auch da mal einfach hinterzugucken, tiefer zu gucken, hinterzuschauen, was löst es in mir aus? Was löst es in mir aus? Und das, was so spannend ist, wenn ich nämlich zum Beispiel in das Gefühl reingehe, kann sein, dass du das vielleicht auch mit deinen Klienten machst, dass du in das Gefühl reingehe und sage, hey, kennst du das Gefühl, das du jetzt gerade hast, wenn dein Kind seinen Kakaobecher hat stehen lassen? Kennst du dieses Gefühl irgendwann? Wo kommt dieses Gefühl her? Und dann stellen wir ganz oft fest, dieses Gefühl ist viel älter als mein Kind. Das heißt, mein Kind ist ein Auslöser davon. Und. Also das sind ganz viele Aspekte, wo man wirklich detaillierter reingucken kann und schauen kann. Einer, der mir jetzt auch noch sofort einfällt, den muss ich auch noch raushören, ist natürlich die Entwicklung vom Kind auch total zu betrachten. Wir meinen so häufig, dass Kinder so Miniaturerwachsene sind, sind sie aber nicht. Wir meinen ganz häufig, dass sie Dinge schon können, gerade ein Kind mit 5 zum Beispiel, ja. Da hat man häufig das Gefühl, boah, das kann ja schon so viel, ja. Und das müsste doch jetzt eigentlich schon können und das sollte doch jetzt eigentlich schon können. Nein, es sind Kinder. Es sind einfach Kinder und sie sind in der Reife total anders. Sie sehen aus wie kleine, also Menschen, wir meinen dann kleine Miniaturerwachsene. Ja, sie sind kleine Menschen, aber sie sind neurologisch, psychologisch, physiologisch komplett andere Wesen. Ich vergleiche das ganz gerne mit einer Raupe und einem Schmetterling. Und ich brauche eine Raupe nicht in die Flugschule schicken. Es macht keinen Sinn, eine Raupe hat noch keine Flügel, wir müssen warten, bis sie Schmetterlinge sind. Und auch das sind so Punkte, die ich mit den Eltern eben dann betrachte, sodass die Eltern ganz genau wissen, ist mein Kind eine Raupe, ist es ein Schmetterling, hat das was mit mir zu tun, hat das was mit dem Kind zu tun, gibt es ganz viele Aspekte, die man reinschauen kann. Ja, schön. Genau, wir merken schon, was da alles für Aspekte drin sind. Also ich kann mir selber erstmal zuhören, wie rede ich denn überhaupt mit meinem Kind, ist es denn gerade schon überhaupt aufnahmefähig, haben wir verstanden. Und was erwarte ich auch von meinem Kind? Ja, also erwarte ich, kriegt es einfach ewig To-Do-Listen, die es so abarbeiten soll, wo es wahrscheinlich so mittelmäßig Spaß dran hat und die Kooperationsbereitschaft wahrscheinlich eher sinken wird. Und habe ich eine Raupe oder ein Schmetterling? Ich finde auch, das ist wieder ein mega schönes Bild. Genau, was habe ich, wen habe ich da gerade vor mir? Und auch so, wie locke ich auch, ne? Also womit locke ich denn auch? Was ist jetzt die Motivation dabei? Weil das ist auch so meine Erfahrung im Coaching und vor allem auch als Mama. Kinder tun ja viele Dinge für uns, ne? Wir haben ja, manchmal merken wir das gar nicht so, was sie alles tun. Die tun viele, viele Dinge für uns. Meine Kinder haben da keine große Freude dran, ihre Jacke aufzuhängen. Wenn sie das tun, dann tun sie das, weil sie wissen, Mama freut sich darüber, dass es hier schön aussieht oder so. Aber es ist nicht, die haben ihre eigene Ordnung, das schon, aber das ist wahrscheinlich ein Teil, der nicht ihre Ordnung ist. Also bin ich voll bei dir, auch zu sagen, hey, toll, dass du da und da mir entgegengekommen bist. Und ja, unsere Erwartungshaltung da vielleicht dem Raupenalter anzupassen. Total schön. Ja, ja, ja. Ja, und eine Sache, die, weiß ich nicht, wer das noch kennt, könnte ja gerne mal sagen, wie, ob ihr das auch so kennt, eine Sache, die hier ganz oft, wo, Momente, wo das so oft knallt, wo es so Potenzial hat für da liegt einiges im Argen oder da ist es sehr explosiv, sind immer, wenn alle müde werden, wenn die Ressourcen bei allen knapp sind und die beim Kind ist so der Kooperationsakku echt leer gelutscht über den Tag. Ne? Das hat in der Kita, in der Schule so viel mitgemacht, so viel gesagt, ja, mache ich, schaffe ich auch noch und dann ist irgendwie zu Hause nichts mehr. Unser Tag sieht ja auch, wenn man ehrlich ist, auch nicht viel anders aus. Ich finde, wir dürfen auf uns ja genauso gucken, was brauchen wir denn gerade. Hast du da noch was, wie können wir da gut auch uns als Eltern ins Boot holen, dass wir von uns nicht so erwarten, weil auch das merke ich halt, der Anspruch an, den ich bei den Mamas merke, ist ja auch oft hier. Ne? Ich darf jetzt aber irgendwie nie schimpfen. Ich muss immer noch ruhig und gelassen bleiben, auch wenn ich selber vielleicht super hungrig bin, noch Abendessen koche, noch das eine Kind bespiele, dem anderen Kind noch halt bei den Hausaufgaben helfe. Und wenn dann noch irgendwie das Glas Milch umkippt, so der berühmte letzte Tropfen. Müdigkeit ist purer Sprengstoff, Annika, genau. Also da, wie schaffe ich es da, diesen Mittelweg zu finden von ich sehe mein Kind, ich sehe mich aber vielleicht auch. Ja, ich denke auch da ist ganz, also was ich ganz viel mache, ist, dass ich ankündige. Ich sage, jetzt steht's hier, jetzt steht's hier, jetzt steht's hier. Ja, jetzt ist es eigentlich schon übergelaufen. Ich halte es gerade noch mal zurück. Das heißt, dass mein Umfeld auch so ein bisschen weiß, wo stehe ich gerade. Das heißt, ich kündige da wirklich an. Wenn ich jetzt immer merke, dass es immer abends um 18 Uhr
hier am Überlaufen ist, dann muss ich an meinem Alltag was verändern. Ja, das macht keinen Sinn. Wenn ich immer weiß, dass es meinem Kind zu anstrengend ist, wenn wir nach der Kita noch zum Einkaufen gehen, dann muss ich da was am Alltag verändern. Also es gibt ganz viele Dinge, wo ich am Alltag was verändern muss. Weil manchmal ist es einfach leichter, das Umfeld zu verändern, die Umwelt zu verändern, unsere Prozesse zu verändern, als dass ich versuche, das Kind zu verändern. Weil das Kind ist erstmal so, wie es ist und es ist einfach ein Kind. Und auch ich bin erstmal einfach die Person, die ich bin, mit meinen Fähigkeiten, die ich habe. Ich zum Beispiel bin Frühaufsteher, mein Mann ist ein Spätaufsteher. Mhm. Und wir haben irgendwann unseren Alltag so angepasst, weil wir haben uns jeden Morgen gekappelt, ja, weil er jeden Morgen total genervt war, dass er so früh aufstehen musste und dann müde war. Und wir haben uns jeden Abend gekappelt, weil ich schon müde war und fertig war. Und dann haben wir irgendwann, aber wir haben, also muss ich jetzt ganz ehrlich sein, ich glaube 8 bis 10 Jahre gebraucht, bis wir das geschnallt haben. Ja, 8 bis 10 Jahre, jeden Morgen, jeden Abend Streit haben wir gebraucht, bis wir irgendwann gemerkt haben, ich stehe morgens auf, ja, mit den Kindern und er macht abends mit den Kindern das Abendritual. Und auf einmal war unsere Welt viel entspannter. Ja, und das ist so dieses, da muss man einfach reinschauen, wie sind die Menschen drauf. Manchmal ist es so für Kinder, dass sie einfach so viele Frustrationen gesammelt haben. Frustration ist immer, wenn etwas nicht funktioniert, über den Alltag. Ja, das geht morgens damit los, dass sie vielleicht noch schlafen wollen und dann sollen sie aufstehen und dann wollen sie spielen und dann sollen sie in den Kindergarten. Und dann im Kindergarten sollen sie ruhig sitzen im Stuhlkreis und dann kriegen sie was zu essen und das mögen sie nicht. Und dann sind sie gerade mitten im Spiel und dann kommt die Mama und holt einen ab. Ja? Also da ist so viel angesammelt. Und jetzt ist es so, dass sie im Kindergarten merken, hier kann ich das nicht rauslassen. Weil eigentlich, wenn wir total frustriert sind und wir können darüber nicht weinen und können es nicht verändern, dann explodieren wir irgendwann. Das ist besser, als wenn wir eine Depression kriegen, ja? So, und dann kommt das Kind zu uns nach Hause. Wir denken, die Welt ist in Ordnung, aber als erstes explodiert das Kind mal. Das ist aber einfach so viel angestaut. Das ist das Gleiche, haben wir im Laufe des Tages gehabt. So viel hat sich angestaut, ja? Stau in der Autobahn, irgendwelche Sachen, die im Job nicht geschafft haben, irgendwie. Dann rennen wir noch schnell in den Supermarkt. Dann ist, keine Ahnung, sind die Eier gerade aus. Genau. Den ganzen Tag scheint die Sonne bis zu dem Moment, wo wir jetzt endlich mit unserem Kind auf dem Spielplatz wollen. Es fängt an zu regnen. Und irgendwann können wir dann auch nicht mehr. Und da, dass wir da für uns die Inseln schaffen, da bist du ja jetzt wieder die Expertin, ja, wie wir uns unsere Mama-Inseln schaffen. Aber einfach uns da auch selber zu beobachten und manchmal eben den Alltag zu verändern, dann auch zu sehen, was ist bei demjenigen angestaut und dann irgendwie gucken, was brauchen die Kinder. Und manchmal ist es zum Beispiel, ich habe eine Klientin, das ist voll süß, die wohnt in den Bergen und die hat dann bei sich einfach geändert. Sie hat ihr Kind immer aus dem Kindergarten geholt und die sind erstmal einen Berg hochgerannt. Ja. Alle abgestaute Energie raus. Genau, dass die Energie erstmal rauskommt. Ja, früher, wenn ich mit meinen Kindern im Kino war, bin ich nach Hause gefahren mit dem Auto. Das war keine gute Idee. Wir sind später entweder mit dem Fahrrad hingefahren oder sind noch auf dem Spielplatz, der passenderweise bei uns direkt neben dem Kino ist. Und. Also das heißt, wir müssen da einfach ein bisschen in die Beobachtung gehen und dann einfach drauf schauen, was uns da hilft. Da waren noch mehr Punkte, aber das ist jetzt das, was mir einfällt. Mal, ich glaube schon mehr als, genau. Also wer mag das Video, bleibt auch, dürft euch das auch nochmal angucken. So viel Wertvolles da drin, ja, total schön. Genau, oh Mann, da sind schon so viele Tipps dabei. Eine Sache habe ich noch, die will ich unbedingt noch, weil die so wertvoll ist. Und da haben wir uns im Vorgespräch nämlich schon so spannend drüber unterhalten. Und es ist so manchmal, und das erlebe ich auch voll häufig, manchmal schaukeln sich ja so Dinge hoch miteinander. Bleiben wir mal beim Kindbeispiel, geht mit dem Partner aber genauso wunderbar, wo beide Seiten sagen, nee, den Punkt, ne, den kriege ich jetzt. Also ich gebe jetzt nicht nach, wo sich irgendwie so ein Larifari-Streit ganz schnell in so einen Machtkampf hochschaukelt. Es kann auch unter Geschwistern sein. Die Frage kommt auch total oft. Hast du da so einen ganz schnell so einen Notausstieg? Was kann ich tun? Vielleicht kann ich auch schon vorher was tun, aber was kann ich tun, wenn ich merke, ich renne da, wir stehen da jetzt eigentlich beide gerade so, ne? Wir sind voll in so einem Machtkampf, Machtgerangel drin. Ich nehme mal das Beispiel, das bei mir immer kommt. Mein Kind will sich nicht alleine anziehen. Ja. Na, Ding, kommt in jedem Kurs vor. Mein Kind will sich nicht alleine anziehen. Das Thema ist, was ich immer als erstes frage, kann dein Kind sich alleine anziehen? Ja, weil ansonsten geht morgens gleich dieser Machtkampf los. Ja, wenn das Kind sich aber alleine anziehen kann, hast du deinen Erziehungsauftrag eigentlich erledigt.
Ja, das, dein Auftrag ist, dem Kind beizubringen, dass es sich anziehen kann. Jetzt kann es sich alleine anziehen. Und es ist ja auch so, das Kind will sich ja so lange alleine anziehen, bis es sich anziehen kann. Dann ist es ja langweilig. Ja? So. Und dann geht halt morgens immer dieser Machtkampf los. Hatte ich mit meinem eigenen Kind auch, ja. Jeden Morgen dieses Ding, wo ich dachte, verdammt nochmal, warum kann denn der sich nicht anziehen? Und dann irgendwann ist mir klar geworden, was ist denn das, was mein Kind morgens will? Mein Kind will morgens Bindung zu seiner Mama. Und dieser Schrei danach, Mama, ich kann mich nicht anziehen, ist eigentlich ein totaler Schrei nach Aufmerksamkeit. Mama sei jetzt da. Und guck mal, ich meine, warum ist es so, wenn wir mit unserem Partner zusammen sind, ja? Ich meine, ich kann mich alleine ausziehen. Es ist aber viel mehr Bindung, wenn er es macht, ja? So, und genauso ist es morgen zum Anziehen von dem Kind, wenn wir dem Kind die Kleidung überstreichen, da ist so viel Körper dabei. Diese Momente, wenn wir das zur größten Bindungserfahrung mit unserem Kind machen und nicht in diesen Machtkampf reingehen, zieh dich bitte alleine an, ja, haben wir morgens so viel mehr Entspannung. Ich gebe mein eigenes Beispiel, wie ich es erlebt habe, und das habe ich bei so vielen Klienten von mir erlebt. Ich habe mit meinem Sohn irgendwann, da war er 8, wieder angefangen, ihn morgens anzuziehen. Natürlich konnte der sich mit 8 alleine anziehen. Ich habe ihn morgens wieder angezogen. Zack, das war in 3 Minuten fertig, wo wir vorher 30 Minuten gestritten haben. Wir hatten eine aufgebaute Bindung, wir hatten einen viel besseren Start im Tag. Und ich weiß nicht, wie lange, das war eigentlich nur ganz kurz die Phase, weil dann hat er gemerkt, er war halt nicht mehr bindungshungrig. Man kann so viele Sachen einfach so erleichtern. Voll schön. Gleichzeitig, jetzt muss ich noch einen Punkt dazu sagen, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Wenn du 5 Kinder hast, ja, kann es sein, dass es nicht funktioniert, dass du alle Kinder morgens 3 Minuten anziehst, weil es einfach zu viel Zeit braucht. Also du musst immer bei dir individuell schauen, an welchen Punkten möchtest du dem Kind auch beibringen, dass es auch Dinge gibt, die sind unverhandelbar. Ja? Und dann ist es so, dass du dein Kind aber trotzdem begleitest, dabei, dass du sagst, ja, ich weiß, du hättest es so gerne. Nein, aber das geht leider nicht. Also, dass das Kind wirklich in die Traurigkeit darüber fallen kann und dann sehen kann, okay, manche Dinge kann ich nicht verändern. Das braucht spätestens bei den Hausaufgaben. dass es einfach manche Dinge gibt, über die wir halt nicht verhandeln können. Oder auch beim Anschnallen im Auto ist ja auch so ein typisches Beispiel, ja. Da können wir nicht sagen, das Kind will jetzt einfach nur Bindung, sondern es muss sich halt einfach im Auto anschnallen und dann können wir das Kind aber liebevoll dabei begleiten. So, das müssen wir ein bisschen unterscheiden. Oh, voll schön. Ja, super, super schönes. Also auch wieder zu gucken, hey, was steckt da eigentlich dahinter? Ich finde auch so das Bild, ich habe da meinen Erziehungsauftrag erledigt, super. Mein Kind könnte es. Und dass ich mich dann frei mache von, das muss es doch auch, oder? Also wenn ich das jetzt mache, verhätschel ich das, verwöhne ich mein Kind. Das sind ja ganz oft Gedanken, die kommen und vielleicht auch gar nicht mal von uns kommen, sondern die dann von Außenstehenden kommen. Ne? Ob der Partner das sagt oder in der Kita die Erzieherin krittelt, naja, also Schuhe, also Hausschuhe, das macht sie sonst hier immer schon alleine oder er. So, ja, also wo wir sagen, okay, ja, kann sein. Ja, war spannend. Warum zieht das Kind die Hausschuhe denn selber an, wenn wir nicht da sind? Weil da ja niemand ist, mit dem es gerade Bindung aufbauen will. Aber sobald wir kommen, wenn wir das Kind jetzt abholen vom Kindergarten, Mama, mit uns wollen die ja Bindung. Das ist der große Unterschied. Aber warum sollen sie denn das Theater sonst machen? Also das kommt ja einfach nur deswegen. Ja, voll schön. Über den Tellerrand gucken. Ja, genau. Über den Tellerrand und so ein bisschen auf die andere Seite gucken. Ne? Also das nehmen wir uns voll mit. Richtig, richtig schön. Ja, Katja, Wahnsinn. So, so viele Tipps. Also wir nehmen eine ganze, ganze Menge mit. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere sagt, oh, mehr davon. Das sind noch mehr Tipps. Wo finden wir dich? Okay, wir finden, einmal gibt es natürlich auf Facebook, facebook.com Familienbeziehung. Es ist auch sowieso, mein Name ist googelbar, also wenn man Katja Zenz irgendwo eingibt, dann findet man mich auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, eigentlich auf allen Kanälen bis hin zur katjazenz.de. Und da kann man, ich habe ganz, ganz viele YouTube-Videos, da sind ganz unterschiedliche Themen mit dabei. Ich arbeite im Hauptschwerpunkt mit hochbegabten, gefühlsstarken, hochsensiblen Kindern, einfach weil ich diese Kinder super gerne mag. Also genauso aber auch jeder andere bei mir willkommen, der sich einfach von meinen Tipps angesprochen fühlt und einfach mal reingucken, was es da gibt.
Ja, total schön. Das können wir auch nochmal hier drunter verlinken nachher, dass dich alle finden. Genau. Und wer nicht nur ein paar YouTube-Videos gucken will, sondern gleich sagt, so, das ist super, mehr gibt mir Futter, dann hast du auch noch eine Einladung mitgebracht, richtig? Ja, ich habe jetzt zum Thema Schimpfen, ich habe jetzt ab 10. September startet wieder die Wie Eltern weniger schimpfen Challenge. Da machen wir an 5 Tagen, also das ist über 10 Tage verteilt, also im Abstand von 2 Tagen, gibt es immer ein Thema, und das wird tiefer reingehen, so wo die Eltern einfach lernen, noch weniger zu schimpfen, mehr in die Entspannung und Gelassenheit zu kommen, damit einfach die Familienharmonie zu Hause größer ist. Auch das gibt es auf meinen Kanälen alles zu finden. Und da kann man jetzt reinhüpfen, und das ist einfach so ein kleiner Schnupperkurs mal, um mich kennenzulernen, ohne großen, ja, kein Langzeitvertrag. Das ist vielleicht für einen Einstieg, wer mich noch gar nicht kennt, ganz gut. Und natürlich gibt es ansonsten auch andere Dinge, aber ich denke, das ist jetzt gerade in dem Kontext ganz interessant. Super. Ja, vielen Dank. Auch das packen wir hier noch mit rein. Ne? Teilen wir hier nochmal drunter. Genau, super, perfekt. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Katja, für deine wertvollen Tipps, für dein Wissen, das du heute mit uns geteilt hast. Und ja, wir wünschen euch einen schimpffreien Abend. Genau, einer, der voller erfüllter Bedürfnisse ist und voller Verbindung ist. Und sagen vielen Dank, dass ihr alle hier dabei wart. Genau. Und sagen auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich hier sein durfte. Ah, vielen Ciao. Dank.